ganz Deutschland überlegen, sie jetzt diese Brücke nachbauen können. Ja, ja. So. Kommen alle zurecht? Ja, alles ja. Ich tag mich gerne irgendwo unter, wenn jemand Hilfe braucht. Was haben Sie jetzt vor mit dem Adler hier? Was wird hier gemacht? Wir sind hier regelmäßig an der Hängesaalbrücke Geierlei, um unsere Vögel hier zu trainieren. Gerade haben wir einen Wüstenbus geflogen, die alten Herrschaften haben aus dem Dorf abgeholt, damit sie daran teilnehmen können. Und jetzt fliegen wir einen Weißkopfseeadler anschließend. Und der ist sogar noch von der 12 Uhr Vorstellung auf der Soßberger Seite und steht dort am Brückenkopf, fliegt also gerne mal hier das gesamte Tal ab, fliegt mal nach Soßberg rüber, nach Forst rüber und wieder zurück nach Mörsdorf. Was ist das hier? Das ist ein Wüstenbussard. Ah, Bussard. Genau. Kein heimischer Vogel. Ursprünglich kommt diese Art aus den Halbwüsten von Mittelamerika. Der Bus genau sagt mir ein Seebull. So ist es, genau. Jetzt fliege ich den auch noch für euch ein bisschen. Ja. Ja. Er heißt Fliegender Holländer, weil er bis Utrecht geflogen ist, 500 Kilometer mal. Und er ist 2,5 Jahre alt, deswegen hat er noch keinen weißen Kopf. Also Weißkopfseeadler haben natürlich normalerweise einen weißen Kopf und einen weißen Schwanz. Und dafür muss er aber erst alt genug werden. Wenn er 4 bis 6 Jahre alt ist, dann zeigt er seinen Alterskleid, das ist dann sehr, sehr schönes, prächtiges Gefieder, während vorher sieht er so unscheinbar aus, damit die erwachsenen Vögel draußen in der Freiheit ihn wenig beachten. Da kann er sich besser durchmogeln. Aber wenn er mal erwachsen, da kann er sich auch fortpflanzen, ist, dann hat er dieses schöne, helle Gefieder. Und hier fliegt er halt jetzt am Mörsdorfer Brückenkopf und bekommt jetzt von mir gleich Eintagshähnchen. Ja. Ja? So. Gib ihm mal Eintagshähnchen. Ja, so ist es. Ich werfe ihn gleich mal. Ja. Hi. Er ist gerade bei Violetta gelandet. Ja, genau. Ich habe gesehen. Ja, dann wirfst du ihn gleich mal. Vielleicht kommt er wieder zurück. Zu dir. Jetzt kommt er. Hopp! Hey! Hopp! Komm! Ja, ja, nur Geduld. Hopp! Hey! Hopp! Komm! Hopp! Für die Walburga! Rot! 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 Und wir überlegen auch, dass wir das auch unter der Woche mal machen. Ne? Dann sind ja sehr, sehr viele Menschen hier, die die Natur erleben wollen und genießen wollen. Und wir haben dann die Möglichkeit, mit Hilfe der Greifvögel Faszination für die Natur zu entwickeln, für den Schutz der Natur. Da ist der Greifvogel ein ganz tolles Medium, was sich dafür ganz viele Menschen begeistern können. Und jetzt ist er schon ein bisschen von seinem 12 Uhr Ausflug gut gelandet. Ich bleib so schön, dann komme ich am besten vor. Ist das jetzt ein Leckerbissen für ihn? Ja, aber nicht das einzige. Das ist jetzt das sechste oder siebte Hähnchen gewesen für ihn. Und er bekommt pro Tag 10 bis 13 Hähnchen. Und das sind, wenn man das umgerechnet in Fleisch, sind das etwa ein halbes Kilo Fleisch am Tag. Und er wiegt selbst 4.500 Gramm. Das kann man das umrechnen, das sind ungefähr 10% pro Tag seines Körpergewichtes an Fleisch. Das braucht er allerdings auch, weil der Vogel ja auch hier sehr viel fliegt. Das ist das Besondere an unserer Vorführung im Vergleich zu anderen Flugvorführungen. Also meine Adler steigen hier schnell 100, 200, 300, 400 Meter hoch. Das kostet die Vögel dann eben auch Kraft. Das sind dann richtige Supersportler. Dafür werden sie trainiert für den sogenannten hohen Flug. Und das kann man selten sehen. Adler im hohen Flug kann man selten sehen. Das kriegen wir hier sehr gut gezeigt. Also jedes Wochenende kann man das hier sehen. Können Sie noch mal sagen, wann Sie hier fliegen? Wir sind jedes Wochenende hier um 12 und um 15 Uhr. Und man kann unter der Adresse Federspiele
@adler.de, ne? Nee, federspiele@gmx.net kann man bei uns Informationen bekommen, wann wir uns noch hier aufhalten an der Brücke. Und wir bieten ja neben den Flugvorführungen, bieten wir auch Falknerstunden an. Das heißt, da kann man selbst mal die Vögel kennenlernen. Man darf bei uns selbst mit sehr netten Greifvögeln arbeiten. Dankeschön. Dankeschön.